Hallo, liebe Freunde der analogen Fotografie, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Florians Fotoecke. Heute soll es um den Rollei Retro 80S gehen. Ein Film, bei dem ich lange, ja, mich ein bisschen davor gedrückt habe, ihn mal auszuprobieren. Aber wie ich im Nachhinein sagen muss, irgendwo auch zu Unrecht, ja. Sehr viel früher hatte ich diesen hier schon mal entwickelt, den Rollei Superpan 200. Wenn man so will, das höherempfindliche Geschwisterchen von diesem Film. Dieser Film hat, wie der Name schon vermuten lässt, eine ISO-Empfindlichkeit von nur 80 ISO. Es ist ein Schwarz-Weiß-Film und er ist, ähnlich wie dieser hier, super panchromatisch. Das heißt, er bildet also auch im infraroten Bereich ab. Was zeichnet ihn noch aus? Es ist ein extrem feinkörniger Film, insbesondere wenn man ihn so entwickelt, wie ich ihn jetzt entwickelt habe, ein Feinstkornentwickler, Atomal A49. Da sieht man im Grunde genommen eigentlich gar kein Korn mehr. Das ist schon ein deutlicher Unterschied zu diesem Film mit 100 ISO, also gerade mal 20 ISO mehr, da sieht man viel deutlicher einen Korn. Also der ist wirklich extrem feinkörnig. Was zeichnet ihn noch aus? Ein ganz extremer Kontrast. Also es ist wirklich ein super kontraststarker Film. Dadurch ist die Verwendung für bestimmte Motive vorgesehen oder beziehungsweise die Verwendung für bestimmte andere Motive eher ausgeschlossen. Aber wenn ihr mal einen Film sucht, mit dem man Wolken am Himmel, einem Schwarz-Weiß-Film, unglaublich plastisch darstellen kann. Absolut perfekt dafür geeignet. Ne? Also ganz toll. Man kann ihn natürlich auch mit Infrarotfiltern benutzen, als Infrarotfilm verwenden, ja, oder mit einem dunklen Rotfilter. Es ist ein Film, der zum Experimentieren einlädt. Von der Herkunft her ist es ein technischer Film. Die Firma Rollei ist ja nicht als Firma in dem Sinne existent, sondern es ist eine Marke, die verwendet wird, um technischen Film, den man in Belgien bei der Firma Agfa Gevaert einkauft, in kleinen Filmdosen verpackt, an den Mann zu bringen oder die Frau. Preislage dieses Films moderat, muss man sagen. Es gibt deutlich teurere Schwarz-Weiß-Filme. Ja, es gibt auch den einen oder anderen billigeren Schwarz-Weiß-Film. Aber er ist auf jeden Fall, denke ich mal, für jeden, der so ein bisschen fotografisch interessiert ist und experimentierfreudig ist, einmal den Versuch wert. Man kann sich da wirklich so ein bisschen mit austoben, ne? Experimentell fotografieren. Probiert es mal aus. Wer jetzt ein bisschen neugierig geworden ist, ich hänge mal wieder ein paar Bilder hinten dran. Von meinen Experimenten mit diesem Film, Erfahrungen mit diesem Film. Das war's schon wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.